auf Früchte, Eis, Ananas, Kirsch und Banane. Aber bitte mit Sahne. Ja, hallihallo, ich bin's wieder, der Knosti. Heute befinden wir uns bei meiner Kuchenwoche in meiner Küche. So, ja. Nein, also ich habe hier meine Kamera, hier sind meine Hände, habe ich hier in meinem, hier, wie heißt denn das, in meinem T-Shirt befestigt. Da ich keine Heimkamera habe, es tut mir auch leid, wenn sie eine schlechte Qualität hat. Aber naja, das wollte ich machen. Und heute backen wir einen Schokokuchen. Das ist nämlich das Rezept, das ich gleich am Anfang der Kuchenwoche raufgetan habe. Das sind 3 Eier mit einem Becher Zucker, Öl, Kakao, Mehl, Backpulver, Joghurt und das Ganze bei Umluft 180 Grad, das ich schon vorgewärmt habe dort hinten, muss man das backen. Und wir beginnen gleich mal damit hier. Oh, hoffentlich sieht man es gescheit. So. Ja. Naja, egal. Ich hoffe, das funktioniert ein bisschen. Hier, also ich probiere jetzt mal diese Dinge hier einzufetten, hier diese Form. Denn wir wollen ja nicht, dass nachher etwas kleben bleibt, oder? Also, fetten wir mal schön. Und ihr müsst wissen, Leute, ich habe noch nie in meinem Leben gebacken. Also außer vielleicht Kekse als kleines Kind. Aber ich koche zwar ab und zu, aber wirklich gebacken? Nein, habe ich noch nicht. Also ein Kuchen. Also das ist heute meine Premiere. Ich hole mir lieber Kuchen oder lasse ihn mir backen. Das schaut sehr, sehr gut aus. So, geschmackig, geschmeidig. So, und das müssen wir dann auch noch hier, das ist meine coole Abwasch. So, dann müssen wir jetzt auch hier 3 Eier müssen wir nehmen. Also dahin kommt nachher noch Mehl. Das haben wir hier. So, aber jetzt kommen mal 3 Eier in unseren kleinen Topf hier rein. Wow. So, also, die Thermalbelektion hier und den Mixer auch, weil der nervt uns schon ziemlich. So, aber jetzt muss ich mal hier diese Packungen nehmen. 3 Eier hinein. Ich weiß gar nicht, ob man das gescheit sieht. Ich hoffe zumindest. So, also. 3 Eier haben wir. So. 1 Ei rein. So, hallo. Hier, schaut da hin. So, noch ein Ei. So. Ich wollte eigentlich an meinem Kopf befestigen, aber das funktioniert irgendwie gar nicht. So würde ich mir die Haare ausreißen. So. Ah, und da ist eine Schale drinnen. Pui. Ah. Okay, jetzt wird mal Hand gewaschen. So. Ich weiß ja gar nicht, ob das hier gescheit sitzt. Ah, ich muss ja so einen kleinen Countdown einstellen. Denn hier, ich muss jede 10 Minuten ungefähr mein Ding wechseln, meine Speicherkarte. Weil meine Kamera ist überhaupt total alt. Anna, jetzt müssen wir mal diesen Becher. Was für einen Becher nehmen wir da? Nehmen wir einfach mal hier sowas. Oder nee. Nehmen wir so ein Glas. Und Plastikbecher haben wir keine mehr zu Hause. So, ein Becher Zucker. Das heißt, dieser Zucker kommt da hinein. So. Oh, das staubt. Ja, okay, dieses Ticken geht mir am Arsch. So, schauen wir einfach auf die Uhr. Es ist 19 nach. Das heißt, ich mache noch hier. Ah, hier seht euch das an. Lecker, lecker. Schaut doch gut aus. Jetzt einen halben Ding ins Öl. So, halb. Ist es halb voll? Nein, nicht. Oh mein Gott, das ist so ein Blödsinn, dieser Kuchen hier. Aus einer schlechten Perspektive, weil ich glaube, man sieht überhaupt nichts. Warte, vermixen wir mal ein bisschen. Achtung, jetzt wird's laut. Nein! Oh, das heißt aufgedreht anstatt weg. Ja, das lassen wir mal so hier stehen. Gut, das hätten wir. Dann brauchen wir noch einen halben Becher Kakao. Das wird ein ganzer Google-Hupf hier. So, ein Becher Kakao. Nein! Ein Becher Kakao, so. Sehr gut. Da löffeln wir hinaus. Oh.
Nee, machen wir es irgendwie klüger. Nein, das war ein Fehler, dass ich jetzt so gemacht habe. Okay, also, ich muss mich hier mal bücken, damit man das gescheit sieht. Also, so, noch ein Becher. Ah, das sieht nicht gut aus. So, noch einer. Ah, noch einer. Noch einer. Ah, das haben wir noch nicht ganz voll. So. Und ich werde euch natürlich auch zeigen, wie das nachher schmeckt, oder hier so gut wie es geht zeigen. Haben wir hier einen halben Becher? Nee, noch nicht. So, noch mehr Kakao. Noch mehr. Bah. Ist das ein halber Becher? Nee, machen wir noch ein bisschen. Damit es schokoladig frisch schmeckt. Eigentlich würde ich auch so Schokostücke reintun. Haben wir aber leider nicht, glaube ich. Schön viel Kakao. Gehen wir ein bisschen mehr rein, oder? Das sollte genügen. Obwohl eh die Hälfte drinnen bleibt. Wow. So, jetzt wieder ein bisschen verrühren. Oh, hier staubt alles ein bisschen. Oh, wow. Oh, ein schön schokoladiger Teig haben wir schon. Oh, schau das mal an. Lecker, lecker, lecker. So, das brauchen wir noch. Mehl, ein Becher Mehl. Ich weiß nicht, ob man diesen Becher hier noch gebrauchen kann. Eben wir ihn trotzdem. So, machen wir das. Oh mein Gott, jetzt gibt es gleich eine Stauberei. Nein, bleib unten hier, Kamera. So. Oh, meine Kamera will nicht unten bleiben hier. So. Bleib unten. Bleib unten. Bleib unten. So. Ich habe nämlich meine Kamera mit dick so festgeklebt. So. Bleib. So. Nein. So, ja. Egal. Das machen wir mal auf hier. Die lösen. 22. So. Vielleicht geht sich das aus in meiner Zeit hier. Wow, wow, wow. So, Mehl. Oh mein Gott. Da, wo hinten das schon raus hier? Okay. Wie viel haben wir? Ein Becher Mehl. So gut. So, das hätten wir mal so. Ich würde sagen, wir geben noch ein bisschen dazu, weil da eh so viel drinnen geblieben ist. Also noch ein bisschen Mehl. So, und jetzt wird es wieder ein bisschen verrührt. Hallo, rühr! Immer rühren, bis eine Teigmasse entsteht. So, sehr schön. So, und ich würde sagen, hier tun wir auch noch hier in diese Backform. Bisschen einmehlen. So, nein, das habe ich daneben geschüttet. Oder? Ja. Egal. So, ein bisschen so Mehl. Mehl ist immer gut. So, was haben wir denn noch hier? Boah, wieder Hände waschen gehen. So, also was brauchen wir als nächstes? Wir brauchen eine Packung Backpulver. Wie wir hier. Warte, ich muss hier mal mein T-Shirt putzen. Also meine Kamera. Das war die ganze verstaubt. So, jetzt geht's weiter. Eine Packung Backpulver, damit die ganze Masse schön aufgeht. Ich habe zwar geschrieben, nur eine halbe Packung, aber die andere Packung ist mir irgendwie zu schade. So. Und Vanillezucker, das habe ich mir gedacht, geht auch dazu. Ist doch eh immer schön, oder? Wenn es ein bisschen nach Vanille schmeckt. Ja, können wir auch. Kommt einfach mal hier hin. Und das hätten wir jetzt alles. Wir haben drei Eier, ein Becher Zucker, oder haben wir Zucker reingetan? Ja. Öl,
Kakao, Mehl, Backpulver und Joghurt. Nein, Joghurt fehlt noch. So. So, ein Becher. Ich glaube, das ist ein Becher. Kommt hin. Ah, geh raus. Oh, hoppla. Finde ich geil. So, und jetzt wird das wieder ganz vermixt. Sehr gut. So. Also, wartet, ich fixiere das mal nochmal mit Dixo hier, obwohl wir eben nicht mehr viel brauchen. So. Dixo. Das knattert jetzt bei euch wahrscheinlich. Da entschuldige ich mich auch dafür. Und das schaut auch immer gleich aus. Geil. Hätte ich mir gedacht. So, noch ein Dixo. Ah, perfekt. Naja, doch nicht. Naja, aber hier seht ihr mal den Kuchen, der so ist, wie ich ihn haben wollte. Ich weiß ja nicht, wie er geworden wäre, wenn er gut geworden wäre. Ah, schau mal. Es füllt jetzt in diese Backform. Schön gleichmäßig. Lecker, lecker. Das wird ein Freund, eine Schmause. Ich bekomme heute auch Lasagne. Und das sind dazu, auf jeden Fall gut. Ist das Absicht, dass das nur bis zur Hälfte voll ist? Naja. So, ist alles drinnen? Hallo? Voll? Werde voll. So. Hätten wir, oder? Ah, es kommt schnell hier rein. Ah, so. Und das ist unser Kuchen hier, Leute. Kontrollieren wir mal, ob wir alles drin haben. Hier, 3 Eier, gebonkt. Ein Becher Zucker, fertig. Ein halber Becher Öl. Ja, so frisches Mazola-Öl. Halber Becher Kakao, habe ich hier auch. Und dieser Becher schaut ziemlich cool aus. Yeah, Daumen hoch für diesen Becher. Dann ein Becher Mehl haben wir auch und ein Becher Backpulver. Nein, nicht Becher, bin ich behindert. Eine Packung haben wir weggeschmissen und eine Packung Vanillezucker, wo es nicht draufsteht. Und ein Becher Joghurt. Ja, da hätten wir. Und eingefettet und alles haben wir das auch. Das heißt, wir können das reintun. Unsere Backmischung in unseren Ofen. Oh, hier seht ihr den Ofen des Verderbens. Ah, es kommt hier rein. Bei 45, hier bei 180 Grad, hier seht ihr es. 180 Grad. Und Umluft, das ist dieses Zeichen hier. Kommt das 45 Minuten rein. Ich würde sagen, ich stelle die Kamera dabei hier hin. Und wir sehen uns dann, wenn er fertig ist, oder? Also, bis dann, Leute. Ciao. Ja, hallihallo, ich bin wieder der Knoss. Ich bin zurück zum großen Unopening, also nicht zum Unboxing, sondern zum Unopening. Oh, und hier sehen wir, dass kein Ofen drin ist, sondern hier eine Lasagne. Sieht man das? Ne, sieht man nicht. Naja, so, egal, hier ist ein Ofen, eine Lasagne drin. Und hier, das habe ich schon einmal gezeigt, aber dann hat sie den scheiß Ton nicht aufgenommen. So, also, hier haben wir den Kuchen. Ah, hier meine Hand ist zu klein. So, hier sehen wir den Kuchen. Ich habe auch hier, habe ich mir schon ein Stück abgeschnitten. Das ist, ich habe schon insgesamt, das ist mein, glaube ich, mein drittes oder viertes Stück. Meine Mama und meine kleine Schwester haben auch schon was gegessen. Ich bin das recht, recht gut gelungen. Wir werden jetzt auch noch ein kleines Testvideo machen vom Essen. Da sehen wir schon, wie fluffig er ist. Hier mit so Zucker, das weiß ich, was da drüber ist. Also,
gehen wir auf den Esstisch und schauen, was das so bringt hier. Boah, okay. Also ich hoffe, hat man mich jetzt endlich gehört. Und hier sehen wir mit den... Ah, ja. Hier sehen wir noch dieses Kuchenstück. Schneiden wir es mal ein bisschen ab. So. Das kommt in den Mund. Mmh. Lecker, lecker, lecker. Ziemlich, ziemlich gut, würde ich sagen, fürs erste Mal. Wenn ihr auch was davon haben wollt, dann habt ihr Pech gehabt. Aber naja, ich würde sagen, das war hier das große Real-Life-Kuchenbacken von, wie heißt das hier, Kuchenwoche, ja. Und ich sag, ciao Leute, bis zum nächsten Mal, bis morgen. Da kommt auch noch ein kurzes Video. Und am Sonntag hier kommt dann das große Finale von der Kuchenwoche. Naja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Bäcker, euer Lieblingsbäcker, euer Knosti. Ciao. Auf Früchte, Eis, Ananas, Kirsch und Banane. Aber bitte mit Sahne.